Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Wir begeben uns mit Golda mal zurück. In Richtung des Ganzen. In den Kabelschacht. Irgendwie ist es cool, wenn sie da mitläuft. Und hinter den vielleicht hätte ich sie jedes Mal ansprechen sollen. Vielleicht gibt es da neue Kommentare. Alles fit? Und wie? Mir ging es besser. Danke. Kein Schade. Aber lass uns... So. Oh. Schlecht. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Tja. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Süß. Strohhalm, Tümpel austrinken? Nee, keine Ahnung. Ich muss hier irgendwie rüber, denke ich, dass ich zum Kran komme. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. wie wär's mit dem Tümpel? Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Oh-oh. Wey! Gluck, 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 gluck. Und zum Kofferraum. Die Hupe. Ich spare mir meine... Nein. Die Gabel. Ich spare... Nein. Lampenfäller? Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Das Verdeck muss geöffnet werden. Nur mit was? Einer Kurbel. Ich spare mir meine Tele... Nein, komm auch nicht hin. Ah, linkes Fenster. Wow. Kurbel. Lamellenfenster. Wow. Gabel. Motorausgabe. Wow. Ja, da kommen wir nicht weiter. Verdeck. Wow. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts... Ja, schon klar. Vielleicht mit der Gabel... Oh, solange... Nee. Jetzt habe ich ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Da kann man nichts tun. Nicht wirklich. Vielleicht damit zur Hupe? Ich spare... Von dem Fenster aus nicht, wenn man es rechte. Ich spare... Auch nicht. Kruzifix noch eins. Hm. Ich muss... Oh, was war denn das? Oh. Da war ein Rohr. Da kommt er nur mit der Hand durch. Na dann, in die Hupe. Tatsächlich. Und Hupe. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Auf zum Verdeck. Au. Und da sind wir oben. Schnabelkuscheltier. Nehmen wir. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Das nehmen wir mit. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ja. Zaunausgang. Ich spar. Ich Zaun. Die. Moment. Ich kann nicht näher ran. Die Organon. Ach so. Ja. Nee. Klar. Hä? Was mache ich jetzt?
Ich dachte, von dort kommt man da hinten hin ich irgendwo. Ich kann mir die Ablenkungsmanöver ist, glaube ich, gefragt. Ich gehe einfach mal davon aus, das Ding wieder dahin schlägen. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Ah, tatsächlich, sie haben weggeguckt. Jetzt ist er da hinten beim Kran. Cool. Und Kranhebel. Da baumen sie. Gut gemacht. Kein Bedanken von Goal oder so. Schade. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn sie zurück auf Elysium sind. Oh yeah. Yeah. Je eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Hm? Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja. Genau das. Na, dann wollen wir mal. Oh, sie ist schon komplett vorgegangen. Das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Nun, muss ich erst sauer werden? Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache? Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir.
Ich finde, er macht das ganz gut. Und wenn schon, dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit, dass ich nicht lache. Rufus hat allemal mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat allemal mehr Format als du. Cletus Klamotten. Füße vielleicht. Perfekt. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus ist dir um einiges voraus. Das ist schlecht. In die Gattersette. Körpergeruch bestimmt. Ich glaube, das geht in Richtung du Ende. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Dann machen wir es gerade fertig. So, es reicht. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Dieses Weichei soll mich also ersetzen, dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich, dass ich nicht lache? Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Das funktioniert so nicht. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er tausendmal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Oh, nee. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Cletus Unterhose. Nee, was tust du? Lass das. Autsch. Gaschen. Und jetzt? Nochmal. Nee, was tust? Autsch! Und jetzt go. Witzig. Aber noch nicht witzig genug. So eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Ach so, an den Fahnenmast. Number one. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los! Nach Elysium! Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal. Er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, wie mies. Oh, folgenschwere Entscheidung. Datasette raus. Och nee, das müssen wir tatsächlich tun. Oh, wie mies.
Na schön. Und weg. Oh, Goal, es tut mir leid. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir! Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Ui. Und jetzt? Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du, Goal. Du, Goal? Ja? Es ist so. Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Er hat das Format. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch! Da sind sie mich wieder. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Holla, die Waldfee. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Okay, das ist die Backup-Tasche. Könnerbar. Wo ist denn die andere? Platz nicht so! Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst! Wehe du! Falsch! Wehe du! Lass mich gefälligst ausreden! Und wehe du! Nein, wehe du! Tja, anscheinend muss ich die Dataset erstmal wieder finden. Oder? Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Tja, dann sehen wir uns. Weil du schuld bist. Dann sehen wir uns wieder. Oh, sag mal! Wir sehen uns wieder im nächsten Part.